Und da sind wir wieder. Hallöchen. Und ich werde jetzt direkt mal Das umschalten. ist spannend. Ja, auf eine andere Kamera. Und Wir leiten wieder tada, eine ein Tasse. Experiment. Experiment. Wasser, Wasser, Wasser. Genau. Und jetzt werde ich mal gerade hier mein Mikro näher an diese Tasse geben. Und jetzt werde ich in diese Tasse, beziehungsweise, ja, die musste eigentlich, genau, ich werde in diese Tasse etwas einfüllen. Aha, dürfen wir nicht sehen, was oder was? Genau. Ihr Ein solltet nicht Geheimnis. sehen, was. Deswegen richte ich die Kamera jetzt erstmal nur auf die Tasse. Und hören, ich hoffe, das ist laut genug. Ich habe das Mikrofon jetzt so nah dran, wie es nur irgend geht. Warte mal, ich kann es nochmal ein Stück. Ja, jetzt ist es wirklich super nah dran. Wir müssen jetzt erraten, was du da reinschüttest. Nein, ihr müsst nicht erraten, was ich reinschütte. Ich werde zwei Durchläufe machen. Also ich werde einmal hier jetzt etwas reinschütten und danach, das ist nur Wasser. Und danach müsst ihr mir anhand des Geräuschs sagen, wie warm das Wasser war. Okay. Okay, ich fange an. Probe 1. Ja? Ich habe leider Ich habe nichts nichts gehört. gehört. Ist dein Mikro an? Ja, eigentlich sollte es an sein. Ich habe nichts gehört. Okay, aber Hoffentlich. ich hoffe, die Leute im Stream haben was gehört. Könnt ihr uns Hoffentlich. kurz Dann eine müssen die Rückmeldung nämlich. geben, ob ihr was gehört habt? Das wäre mega. Warte noch mal einen Moment, André, wir brauchen noch. Ja, im Stream hört man es. Okay. Okay. So, Na toll, da müssen alle anderen und raten. jetzt zweites Experiment. Es war unterschiedlich, hoffe ich. Ich habe es gerade nur im Stream so ein bisschen gehört, aber eigentlich auch nur den zweiten. Deswegen weiß ich es nicht. Okay, Leute, gibt uns noch mal ein bisschen. ihr konntet es gar nicht hören. Nee, gar nicht. Aber Genau, liebe es gibt ja Leute im Leute, die es Chat. gehört haben. Ja, genau. Ihr müsst jetzt mitraten, weil Inga und ich können nicht Okay, mitraten. ich habe Ja. Wasser in die Tasse reingeschüttet. Und das eine Mal war es kaltes Wasser und das andere Mal war es heißes Wasser. Ja, das, was ich gehört Aha. habe, hat sich ein bisschen angehört wie Kaffee, wie wenn du Kaffee ausgeschüttet hättest. Dann wäre es heiß. Es sei denn, Ich du trinkst immer versuche kalten Kaffee. das nochmal für euch, weil ihr benutzt ein anderes Mikrofon. Ich mache mal die Kamera ganz nah dran. Ja, ist Meine. scheißegal. Wir So. machen die Augen zu. Ja. So, und jetzt nochmal. Ich hoffe, Egal, Julia. jetzt hört ihr etwas. Nee? Nein. Nein. In welches Mikro sprichst du denn bitte? Das ist ja ein Wunder, dass wir dich hören. Das Fausti ist. sagt, zwei war kalt. Ja. Kann mir das ja später anschauen auf Twitch mal, So, und was wir jetzt da. nochmal das war jetzt gerade wieder das erste Experiment und jetzt kommt das zweite. Aha, es gibt schon unterschiedliche Meinungen. Olaf fand beim ersten etwa 20 Grad warm und beim zweiten 80 Grad warmes Wasser. Das war jetzt wiederholt der zweite Versuch. Fantastisch. Ich schließe mich einfach Olaf an. Ich habe nämlich nichts gehört. Das Okay, ist nach. ihr habt auch nichts. Ach Mann, ey. Ja, wir machen das zu Hause nach, später. Was ist denn dein Mikro, was du normalerweise, in welches du reinsprichst? Vielleicht, wenn du das da dran machst, das ist.
Inga, wie? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, In was du das für hier ein spreche Mikro. ich rein. Aber ich spreche Ist doch mit ich. euch über ein anderes Mikrofon, nämlich über das Mikrofon, was in dieser Kamera drin sitzt. Und ich hatte gehofft, dass Ah. das reicht, wenn ich das Nein, ganz nah nein. dran stelle. Aber ist egal. Die Ja. Leute im Stream haben es gehört und hier wird schon fleißig geraten. Ja. Ja, ich sehe es. Wir haben Horst, die meint, das zweite war kalt. Olaf meint, das erste war kalt, also 20 Grad und das zweite 80 Grad. Und Fockaffe meint, das erste war kalt und das zweite war warm. So, und die Auflösung ist, jetzt machen wir es mal direkt so, das hier ist jetzt kaltes Wasser. Und das hier ist heißes Wasser. Oh, ich habe nicht mehr so viel. So, hab nicht mehr so viel. Und das war auch entsprechend 1 und 2. Das heißt also, Olaf und Fockaffe haben total recht. Erster Versuch ist kalt, zweiter Versuch ist warm. Jetzt brauche ich mal gerade ein Taschentuch, weil ich hier gespölkert habe. Bin froh, dass ich gerade auf dem Klo war, weil mit den Wassergeräuschen müsste ich spätestens jetzt gehen. Also das erste war kalt und das zweite war warm. Ja, genau. Und das hängt damit zusammen, dass das Wasser unterschiedliche Viskosität hat. Also ich glaube im Stream konnte man es ganz gut hören. Und es hängt tatsächlich damit zusammen, dass das Wasser eine etwas andere Viskosität hat als nicht als. Das Wasser mit der Temperatur unterschiedliche Viskositäten hat. Das heißt, es wird weniger dickflüssig, je heißer es ist. Das kann man jetzt nicht wirklich feststellen. Also der Unterschied kann man jetzt nicht mit dem Auge sehen. Wenn man jetzt bei Honig ist es sehr, sehr deutlich. Kalter Honig ist super zähflüssig. Warmer Honig ist sehr, sehr dünnflüssig. Aber bei Wasser sieht man das nicht direkt von seinem Verhalten her. Und mit den Fingern drin rum willst du ja auch nicht bei 80 oder 90 Grad heißem Wasser, weil du dich dann verbrühst. Aber man hört es. Also es ist ein deutlicher geräuschlicher Unterschied. Und ich habe da eigentlich auch, wenn ich mal erstmal wieder die Ansicht wechsle und meine Kamera wieder richtig mache. Hallo? Da bin ich wieder. Ah, oh. Und ich müsste da auch, wenn ich hier hingehe, müsste ich auch für den Chat, für nicht für den Chat, Für für den alle Stream. Menschen im Stream habe ich da auch noch mal was vorbereitet, wo es noch deutlich besser zu hören ist. Das ist aus einem Video erstmal verblendet. Da hört man den Unterschied hoffentlich noch mal ein bisschen deutlich besser. Ja. Aus einem Video, das kann ich auch nochmal teilen, wo auch nochmal eine Erklärung dazu da ist. Upsi. Nee, ich finde es jetzt gerade Ich habe nicht. gleich mal eine Frage dazu. Ja. So. Jetzt lang genug durchgelaufen. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht alle auf Klo. Konnte man es im Video besser hören? Alle, Konnte man es alles im Video perfekt. besser hören oder war das Experiment okay? Weil ich habe ja selber den Ton nicht hören können und irgendwie hat das mit den Mikros für Julia und Inga leider nicht gut funktioniert. Aber stell ruhig eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die dir schon mal gestellt habe, aber ich habe das Phänomen für mich entdeckt in der Schulzeit, dass wenn du eine heiße Flüssigkeit in deinem Kaffeebecher hast und dann mit deinem Löffel da rein, mit einer immer gleichbleibenden Frequenz reinklopfst, mit einem Metalllöffel, dann verändert sich das Geräusch von tief zu hoch. Inga, hast du Reinis Buch nicht gelesen?
Da ist, glaube ich, ein ganzes Kapitel drüber drin. Oh, okay. Ich habe das Buch hier. Ich danke. Lest das nochmal. Du meinst, wenn du rührst und dann klopfst oder Nee, nur klopfen. Ich habe immer nur geklopft. Ich habe nicht gerührt. okay. Einfach, aber das bewegt sich ja trotzdem an die Flüssigkeit. Julia, weißt du noch auswendig, Nee, was ich habe das es war? vergessen. Ich habe Okay. es zu lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich weiß, dass die Sache da genau erklärt wird. Ich bin so froh, dass meine Freunde die gleichen komischen Gedankengänge haben und eine Erklärung. Jetzt musst du, Inga, jetzt musst du es nachlesen und nächstes Mal Ja. erklärt. Naja, Ja. ich kann nicht gleich machen. Redet ihr einfach mal. Ich habe das Buch hinter mir im Nee, aber Regal. auf jeden Fall hängt diese ganze Sache hier mit den Flüssigkeiten und so, also mit dem Einschüttgeräusch, nur mit der Viskosität des Wassers zusammen, die sich mit der Temperatur ändert. Nur ganz leicht. Also es wird dünnflüssiger, ja, also man kann quasi sagen, es wird dünnflüssiger, je heißer Wasser wird. Und das ändert das Geräusch beim Eingießen. Deswegen habe ich das auch ein bisschen von höher in die Tasse reingeschüttet. Und diesen Unterschied kann man erkennen, tatsächlich. Also ich hab mir das Video angeguckt und es war so, ich konnte es fast sofort ausmachen, zu sagen, ja, das andere war das heißere, weil irgendwie dieses Geräusch ist ganz charakteristisch. Also das andere klingt falsch, wenn ich mich daran erinnere, wie ich Tee eingieße oder so. Es ist ein anderes Geräusch tatsächlich. Kann man schön drauf achten und ich werde auf jeden Fall eine Experimentanleitung dazu machen, weil es ist ein schönes, einfaches Experiment. Und ich habe auch geguckt, also ich habe erst das Video gefunden und habe dann nochmal geguckt und methodisch inkorrekt, also Reinhard hat dazu, die haben auch irgendwie in einer, weiß nicht, Folge 61 oder sowas, haben die das Experiment auch mal durchgeführt. Aber ich mache für Plötzlich Wissen auf jeden Fall noch eine Experimentanleitung mit den Hintergründen. Genau. Ja, Horsti sagt was total Richtiges. Ja, ich habe wahrscheinlich zu viel Rauschunterdrückung in Discord drin, damit, ja, da, so dass ihr beide es wahrscheinlich jetzt eben nicht gehört habt. Da muss ich eh noch mal bei. Ja, aber schlauste Follower, Jules, es stimmt. Alle unsere Fragen, die wir so haben, die könnt ihr beantworten. Das ist mega. Das ist echt. Letztes Mal waren es auch die geilsten Tricks. Sehr, sehr cool. Aber Ja, Inga, das war das Experiment. ja, sehr gut. Cool, Cool. André. Danke. Bitte. Aber Inga, Meinst du? wir müssen noch zu einem Thema kommen, weil Ja. wir müssen darüber sprechen. Inga hat nämlich Ja. aus dem Buch, das sie gelesen hat, das Seepferdchenbuch, hat sie uns eine Passage zugeschickt. Und über die wollten wir eigentlich noch sprechen, weil, Ja. also ich meine, ich weiß nicht, ob da noch mehr drin steht als diese paar Sätze, aber ich fand es schon ziemlich skurril. Ja, die Sätze, na, die Sätze im Buch, die waren kürzer als das, was ich extra, weil du vorhin geschrieben hattest, bevor wir den Stream gemacht haben, heute Nachmittag, kam endlich die Reaktion auf meinen Fun Fact, den ich am Dienstag verschickt hatte oder so, dass man doch darüber unbedingt nochmal reden sollte. Und das Thema ist Napoleons Penis. Und ich habe Okay. dazu Und extra, was hat weil der mit Seepferdchen zu tun? was hat der mit Seepferdchen zu tun? Naja, das Ding ist, es haben nur etwa 10 Leute je Napoleons Penis seit Napoleon tot ist zu Gesicht bekommen, in Seit etwa. Napoleon tot ist. Ja, also erstmal, Julia hat eben gerade schon komplett richtig festgestellt, der Todestag von Napoleon hat sich zum 200. Mal gejährt, am 5. Mai. Und der ist ja nach der Waterloo-Affäre, vollkommen historisch falsch, aber er hatte diesen Kampf da um Waterloo und dann ist er nach St. Helena gebracht worden, eine Insel im Atlantik und dann hat er da vor sich hin vegetiert, hatte aber einen Leibarzt dabei und als er dann verstarb, hat der Leibarzt ein bisschen an ihm rumgeschnibbelt und hat ihm unter anderem den Penis entwendet. Und man weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist er ohne Penis begraben, der Mann. Okay. Und man weiß auch nicht, weil es da keine Überlieferungen zu gibt, wie groß der Penis damals war, als noch Blut drin war.
Man weiß aber, dass der Penis in den 70er Jahren bei einer Auktion wieder aufgetaucht ist unter dem Namen, warte mal, ich glaube, ich habe das hier sogar. Also Seepferdchen nicht zu. Seepferdchen haben übrigens so eine Art von Ohren. Hinter den Augen gibt es so mit Flüssigkeit gefüllte Säcke und darüber können die sehr schlecht hören, aber sie können hören. Und ich zitiere das mal. Im Katalog von Christie's 1972 stand, dass etwas versteigert wird mit, das hieß kleiner, vertrockneter Gegenstand von der Form eines Seepferdchens. Ich habe vorhin noch mal recherchiert. Das wurde dann da nicht, das war zu teuer. Das wurde erst 1977 weiter verkauft, dieses Weil niemand Seepferdchen wollte einen kleinen Gegenstand. vertrockneten Gegenstand in Form eines Seepferdchens kaufen. Ja. Verständlicherweise. Ja. Ja. Und das war eben eigentlich die Historie bis in die 70er Jahre war, der Leibarzt hat den Schwanz abgeschnitten. Der Priester hat den an sich genommen, also und von der Insel geschmuggelt. Und es ist bis in die 20er Jahre beim Priester in der Familie lag dieses Ding rum, das dann per Luft mu mumifiziert wurde, sozusagen, also vertrocknete. Dann ist es von einem amerikanischen Buchhändler gekauft worden und dann in den 20er Jahren, 27 oder so, im Museum ausgestellt worden, im Kunstmuseum. Aber sie wussten, was es ist, oder sie wussten. Ja, 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 okay. ja. Ich kann euch dazu das nochmal teilen, was ich da hier. Es gibt so ein Transkript dazu. Das packe ich euch mal in den Chat. Für alle, die sich für den Penis von Napoleon interessieren, bitteschön. Ja. Genau, das war eben in so einer Kunstausstellung. 1927 in New York, im Museum der französischen Kunst. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass ein getrockneter Penis eines Franzosen französische Kunst ist. Oh, und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag, ne? Aber der ist nicht ganz so ergiebig wie der Rest. Warte, ich gehe. Napoleons Penis-Wikipedia-Eintrag, den solltet ihr natürlich auch bekommen. Achtung. Napoleons Kommt Penis hier. Wikipedia-Eintrag. Da, ja, einen eigenen Auch das Wikipedia-Eintrag. Internet ist immer Verlass. Ja, das ist geil, oder? Ja. Und genau, und da haben die das nicht nach einem Seepferdchen benannt, sondern damals haben sie gesagt, es sah aus wie ein ledriges Stück von einem Aal. Dann wurde das an einen Sammler verkauft und dann eben in einer Auktion gegeben und es wurde von einem Urologen 1977 dann gekauft. Der fand es nicht cool, dass so ein Penis durch die Lande drolcht, ohne nötigen Respekt. Ne? Der hat sich ja beruflich Verstehe, mit Penissen verstehe, ja, verstehe. auseinandergesetzt. Und der Urologe respektierte den Penis und hat ihn gekauft für heutige, also Wikipedia sagt nach heutigem Wert etwas über 12.000 Dollar, war also dann bei der Auktion etwas günstiger als Ja, bei siehst du, der okay. Seepferdchenschwanz-Auktion. Und das ist jetzt immer noch in der Familie dieses Urologen, aber der Urologe selber ist verstorben. Ja. Der hat aber auch noch ganz krasse andere Sachen. Also in dem ersten Link, den ich euch mitgegeben habe, ich glaube, darin stand das auch, dass dieser Urologe, der hat so richtig crazy Shit gesammelt. Der hat auch den blutigen Gurt von dem Kennedy-Attentat vom Auto gesammelt und irgendwelche Nazi-Devotionalien, Das also überrascht so mich, richtig. das überrascht mich überhaupt nicht. Nee. Bist du auch, ja? Nee, ich weiß nicht, ob ihr Jens Nothroff kennt. Nee. Science Slammer und er arbeitet für die Deutsche Archäologische Gesellschaft und ist in Berlin auch am Deutschen Museum, weiß ich nicht, genau, als Archäologe. Und wir haben mal nach einem Science Slam irgendwie gequatscht und ich habe dann halt so erzählt, naja, die Nemesis der Physiker sind pensionierte Elektroingenieure. Also ich kriege andauernd, oder was heißt andauernd? Ich kriege immer mal wieder E-Mails von Menschen, die allesamt irgendwie aus Elektroingenieur oder Ingenieurwesen, aber ich würde sagen, 80% sind Elektroingenieure, die mir sagen,
dass Einstein Unrecht hat, dass die Theorie des Urknalls falsch ist und so. Und die schicken dann irgendwie 40 Seiten PDF mit der Theorie, wie es eigentlich geht. Also die beschäftigen sie mit Physik. Und das habe ich erzählt. Und Jens sagt dann so, witzig, bei Archäologie sind es Ärzte. Also die Archäologen kriegen E-Mails von Ärzten, die sagen, das kann so nicht sein, ich habe euch das mal aufgedröselt. Pensionierte Ärzte. Und deswegen dachte ich so, der Urologe hat crazy shit aus der Historie gesammelt. Das passt genau in das, was Jens erzählt hat. Dass die alle irgendwie so, Arzt im Ruhestand ist definitiv wahnsinnig geschichtsinteressiert und geht den Menschen, die dort Wissenschaft betreiben, auf den Sack mit langen, ausgefeilten Texten, die ihrer Meinung nach richtig sind und nicht das, was die Forscher verzapfen. Und so. Das fiel mir nur gerade ein. Julia, gibt es eigentlich, was Meeresbiologie angeht, jemanden, der, also eine bestimmte Gruppe, die euch immer mal wieder schreibt und sagt, es kann so nicht sein? Installateure vielleicht? Ja, ich überlege gerade, nee, also ich habe das, ich kriege nicht so oft solche Post. Also als ich noch beim Konsortium Deutsche Meeresforschung gearbeitet habe, weiß ich, kam ab und zu mal an meinen Kollegen, der hat auch immer so random Zeug gekriegt, aber das war meistens eher, dass Leute Fragen hatten, also dass sie irgendwas im Urlaub gesehen haben, Foto gemacht haben und dann wissen wollten, was das für ein Tier ist oder so. Und dann kriegst du irgendwelche Fotos, die so, wo du eigentlich nichts drauf erkennen kannst. Und du bist so, keine Ahnung, Mann, das kann alles sein. Also das habe ich öfter mitbekommen, aber dass so Leute, also was du jetzt erzählst, ist ja so ein bisschen, dass die ja versuchen, Gegenbeweise für irgendwelche Theorien oder sowas zu machen. Ja, Sowas habe genau. ich jetzt noch, ja, sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt, eigentlich. Also so ein bisschen ab und zu irgendwelche Trolls, die halt irgendwie gegen, keine Ahnung, Plastikmüll im Meer gibt es gar nicht oder Ja. Klimawandel gibt es gar nicht und so. Also sowas, das schon, passiert schon mal ab und zu, aber jetzt so, Nee, also nee. ich bekomme wirklich ausgefeilte Paper mit hier, Doppelspaltexperiment ist falsch. Ich würde Ihnen auch Geld geben, wenn Sie mal dieses Experiment durchführen. Und das ist dann halt so, wo ich dann sagen muss, irgendwie, so funktioniert aber eine Experimentdurchführung gar nicht, wie du es beschreibst. Weil du gehst bereits vorher von Annahmen aus. So funktioniert das nicht. Muss sagen, wie ist das Setup? Und dann gucken wir, was hinten rauskommt. Und dann daraus basteln wir eine Theorie. Du kannst jetzt nicht sagen, man muss das genau unter 73 Grad, weil man dann irgendwie, dann sage ich so, auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist eine Reflexion. Aber also ja, es ist okay. Ja, Volker schreibt gerade, dass es bei Ihnen einen Pensionär gab, der sich immer bei Doktorverteidigungen reingesetzt hat und dann alles Mögliche gefragt hat und auch so Dinge, die nicht mit der Doktorarbeit zu tun haben. Und das ist auf Oh jeden Fall, Gott. was sich jeder Doktorand wünscht. Oh Gott, Horror. Kommt drauf an, je nachdem, wie dein Komitee zusammengesetzt ist, weil und wie die Regularien sind. Also ich weiß, in meiner Physikfakultät durftest du alles zu Physik gefragt werden in der Verteidigung, solange wie das Komitee Bock hatte. In der Biochemie war es so, wo ich dann am Ende verteidigt habe, dass nur zur Arbeit beziehungsweise zu den näheren verknüpften Themen, also dass du Ausblick, dass man dich auffordern darf, zu sagen, das könnte daraus werden, also dass du die Theorie weiterspinnen darfst, aber halt nicht irgendwie plötzlich kann jemand sagen, okay, jetzt sagen Sie mal, wie heißen die 20 Aminosäuren? Also, ne, solche irgendwie, oder erklären Sie mal das und das Protein, was mit keinem Wort in deiner Doktorarbeit vorkam, das war nicht okay. Und da hätte ich so jemanden total cool gefunden, der dann irgendwelche Fragen stellt, wo ich dann so erstmal schätzend oder abwiegelnd, dann wäre Zeit vergangen. Ja. Ich weiß nicht, bei uns war das so, dass das Komitee hat Fragen gestellt und dann am Ende war nochmal offen für die Öffentlichkeit. Und tatsächlich kamen bei mir auch quasi die fieseren Fragen von den anderen Leuten. Und ich weiß auch, dass sonst immer bei Doktorverteidigen eigentlich meistens die Leute drin sitzen und sich nicht trauen, was zu fragen, weil sie Angst haben, dass sie den vorne in die Scheiße reiten, auf Versehen, weil sie irgendwas fragen, wo sie denken, so, ah, das weiß er garantiert. Und Ja, dann ist irgendwie scheiße, so, nein, du ja. weißt es nicht. Und oh nein, das tut mir so Sowas leid. spricht man ab, Leute. Sowas spricht man vorher ab.
Genau, das will man ja nicht. Ich habe in der Zwischenzeit noch mehr zum Penis rausgefunden. Hau raus, Inga. Napoleons Penis. Übrigens als tolles Smalltalk-Thema, ja, auf jeden Fall ist das Ja, also man Smalltalk-Thema. kann, es gibt das auf Deutsch, das heißt ein Buch, das heißt Das Ei des Napoleon. Falls jemand ein Buch dazu haben möchte, in dem so Skurrilitäten drin sind. Und der Typ, der dieser Urologe, der hat das, ratet doch mal, wo er das, diesen Penis verstaut hat, nachdem er ihn gekauft hat. Was übrigens daher rührt, das gab ja so ein Gap, wo das nicht verkauft worden ist. In der, also bei der Versteigerung, als es als Seepferdchen benannt Ja. wurde, da war es ja zu teuer, beziehungsweise steht an einer anderen Stelle, dass die Franzosen, also das Französische Frankreich, hat ganz viele Sachen aus der Auktion gekauft, außer dem Penis. Also französische Sachen, alles für dieses Invalidenmuseum. Aber den Penis haben sie, didn't touch Naja, the etwas, na, sie wussten wahrscheinlich nicht, dass es der Penis ist. Das glaube ich schon. Ich glaube, es ist aber auch, man müsste mal eine DNA-Analyse machen, ob es wirklich noch dieser Penis ist, der jetzt aussieht wie Beef Jerky. Aber wo glaubt ihr, hat dieser Typ, der das dann gekauft hat, der Urologe, wo hat er es verstaut? Fockaffe sagt Küchenbuffet. Nein, kein Küchenbuffet. Schlafzimmer. Ja, aber wo im Schlafzimmer? Im Schuhschrank. Nein, war doch Unter nicht. Richtig, der hat einfach unter das Unterm Bett. Bett. Er hatte Napoleons Penis unterm Bett. Warum? Weil er es konnte. Weil er es Ja. konnte, als Glücksbringer am Ort des Geschehens vielleicht einfach zu wissen, einen historischen Penis noch als Unterstützung dabei zu haben, ist vielleicht erhebend oder. Der hat auch, der Urologe hat Kinder. Also insofern, es hat gewirkt, aber er hatte die Kinder, glaube ich, auch damals schon. Also. Wusstet ihr mal, ich habe mal in einer WG gewohnt, das war Weil da davor noch eine Platz war. urologische Praxis. Und unsere Küche war dann quasi das ehemalige Labor der Praxis. Also da waren auch noch die Schränke so drin und wir hatten auch eine Schublade, da waren noch die Geräte, da war eine Peniszange drin. Und noch so andere Dinge. Und das haben wir da auch drin gelassen, weil wir es witzig fanden. Was ist denn eine Peniszange? Eine Zange, womit du einen Penis festhältst. Ich weiß nicht, Hände. warum. Ich Okay. war noch nie beim Urologen. Ich weiß nicht, was man da macht mit der Peniszange. Aber. Ja, okay. Also das haben Möchtest die du eine vielleicht auch. Peniszange sehen? Ja, unbedingt. Natürlich. Ist ja Aufklärung. Prost. Googlest du es? Ja. Ich kenne mich nur mit Frauenarztpraxen-Equipment aus. Ja, genau. Das ist eine Peniszange. Ja, das hatten wir bei uns in der Küche dann. Aber der Penis kommt, also ich gehe jetzt davon aus, dass er nicht durch den Ring geführt wird. Hier. Hier. Kannst du es auch noch? Okay. Danke. Als Da. Sexspielzeug nutzen. Ja, es ist so ein Ring. Okay, Wir sind es total gibt, ja, es tut mir ein bisschen Haben leid, wir. aber Nein, es mit muss ja dem. nicht. Das sollte dir auf keinen Fall leid tun. Ich habe sehr viel über Ja. Seepferdchen und Napoleons Penis gelernt. Bockaffe, nein, es ist kein Rotwein. Ich trinke nicht Rotwein aus der Flasche. Ich trinke schönes Hanseporter. Das ist quasi Malzbier mit leichtem Alkohol. Aber es hat nichts mit dem Alkoholgehalt eines. Nee, ich merke das dann leider nicht mehr. Ich sitze in Twitch und stream und trinke Rotwein Rotwein aus aus der der Flasche. Flasche. Ja. Ja, nee, so ist es nicht. Das Thema Noch war, nicht. das Thema habe ich auch tagsüber am Dienstag entdeckt, nachdem ich mir am Montag das Buch ausgeliehen hatte. Also, das ist schon von langer Hand vorbereitet und vorher nur noch mal extra nachrecherchiert, sodass ich in den Genuss der Napoleons-Penis-Wikipedia-Seite kam und so. Ich Und liebe es auch gibt so auch eine Doku dazu. eine Das Doku über über seinen eine Penis. amerikanische. Über den Ja. Penis. Ja. Oh wow. Ja, auf den Spuren von Napoleons Penis oder so. Es ist eine amerikanische Doku natürlich. Wahrscheinlich Spuren. so, Oh. ja, National Ja, aber Geographic Channel oder so. ich liebe solche kleinen
Fun Fact Stories zwischendrin. Deswegen habe ich die auch in meinem Buch öfter mal. So, ich fand das auch die Story mit den Delfinen, warum Delfine so hässlich gemalt sind. Müssen wir dann... Was war der Grund? Weil, also gerade so im Mittelalter oft, wenn du dir Bilder anguckst, also kannst du vielleicht auch gerade mal googeln, ja. André, und zwar, das heißt, Ariel reitet auf einem Delfin von Dürer. Wenn du das googelst, dann sehen wir gleich ein Bild davon, wie Dürer dachte, dass ein Delfin aussieht. Mhm. Oder, also Arion wird von einem Delfin gerettet. Ja, oder so, ja. Kunstkopie, Bildpreis, ja. Horst, ich glaube, die dürfen das erst ab 22 Uhr senden oder sowas. Penis dürfen sie vielleicht sagen, aber nicht im Vormittagsprogramm. Das hier? Oh nein, Olaf klärt uns auf, ne, wir reden gleich nochmal zurück. Ja, genau, das hier, genau, das da unten, das soll ein Delfin sein, also würde man jetzt nicht so drauf kommen, ne? Nee, muss man dabei schreiben, ja. Und irgendwie ist es wohl öfter so der Kunst zu der Zeit, dass Delfine immer irgendwie so hässlich ausschauen und so weird ausschauen. Und als Benjamin Franklin das erste Mal nach Amerika rüber gesegelt ist, von England aus, hat er zum ersten Mal Delfine gesehen auf dem Boot und war dann total begeistert, dass die ja total schön sind und filigran. Die haben sie übrigens auch gefangen und gegessen. Und dann hat er quasi die Seeleute an Bord gefragt, warum denn Delfine auf diesen Gemälden immer so hässlich ausschauen, wobei die ja eigentlich in echt total schön sind. Und dann hat die Mannschaft ihm erklärt, dass das daran liegt, dass wenn man so einen Delfin sieht, dann will man den ja gleich essen, weil der so schön ausschaut. Und wenn jetzt die Delfine auch auf den Gemälden so schön ausschauen würden und dann würden schwangere Frauen das Bild sehen, dann würden die unbedingt einen Delfin essen wollen. Und das können sie ja nicht, weil Delfine kann man ja nur essen, wenn man mit dem Schiff auf dem Ozean ist. Und da kommen schwangere Frauen ja nicht hin. Und deswegen können sie dann den Delfin nie essen und wären traurig. Und deswegen würden die Künstler absichtlich die Delfine so hässlich malen. Da waren aber Drogen im Spiel bei dieser Beweisführungskette. Keine Ahnung, es steht im Tagebuch von Benjamin Franklin. Gott. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich fand es eine gute Story. Ja, dazu kann ich sagen, dass die Höhlenmalerei der Aborigines vor 6000 Jahren Seepferdchen ganz gut abgebildet hat. Im Gegensatz zu europäischen Künstlern. Sie wollten nur die schwangeren Frauen schützen. Übrigens erklärt uns auch gerade Olaf Not the Snowman kurz, wie die Penisklemme genau eingesetzt wird und funktioniert. Ja. Ich wünsche allen von euch, dass ihr niemals Bekanntschaft machen müsst mit der Penisklemme. Das ist nett. Ja. Ich schließe mich diesem Wunsch an. Ja. Ja. Hat jemand eigentlich mal Pokémon gespielt? Ja, aber ich habe es noch auf dem Gameboy. Ja, ich auch. Ich habe es auch auf dem Gameboy gespielt. Okay, gab es da schon Theme? Ja, weil es da Seepferdchen gab oder gibt. Aber ich weiß nicht, ob es dies damals schon gab. Ja, oder sicher. Neuland. Ja. Simon und Sea Draking. Böse Seepferdchen. Total gemein eigentlich. Nee, ich kenne auf jeden Fall Seeper. Seeper ist ein Seepferdchen. Und Seemon. Ja, das ist die Evolutionsstufe. Mhm. Also... Yep. Ne? Also wenn wir jetzt hier mal kurz... Das meinst du? Vermutlich. Ich habe nie Pokémon gespielt. Ich habe nur bei der Recherche zum Thema Seepferdchen und Kunst herausgefunden, dass es diese Seepferdchen auch im Pokémon gibt. Aber Seeper kenne ich auf jeden Fall. Ich habe Pokémon nicht gespielt. Deswegen. Ich bin hier die alles nicht gespielt hat und sich mit diesen ganzen Games nicht auskennt. Aber dafür habe ich ja die Kollegen, die können das dann. Ja. Ich gucke gerade mal so auf die Uhr und
Wir haben jetzt schon nach 10. Wollen wir nochmal kurz Newsflash? Oh ja, Newsflash. Ich hab voll viel vorbereitet eigentlich. Ja, super. Kurz im Schnelldurchgang machen. Ich muss das gerade suchen. Okay. Mein Gott, hier. Naja, das ist nicht so. Was ist so die letzte Woche passiert in den Meeresnachrichten? Ja, das ist nicht so spannend. Ich glaube, das überspringe ich. Also zum einen haben Wissenschaftler eine neue Methode entwickelt, dass Plastik abgebaut wird. Also Bioplastik. Ne? Es gibt ja Plastik, das, also Bioplastik ist Plastik, das aus biologischen Stoffen hergestellt wird. Also nicht aus Erdöl, sondern eben dann irgendwie aus Maisresten oder sowas. Also der Maispflanze. Das ist PLA und PCL. Und die sind halt nicht so richtig biologisch abbaubar. Also meistens immer, wenn überhaupt, meistens nur in so Kompostieranlagen, wo es dann eben richtig hohe Temperaturen hat. Und jetzt kamen Wissenschaftler auf die Idee, dass sie Enzyme, die dieses Plastik abbauen können, mit in das Plastik integrieren. Und die sind dann quasi in so einer kleinen Proteinschicht, glaube ich, drin. Also wie in so einer kleinen Bubble. Und das wird damit reingebaut. Und dann ist die Idee, dass warmes Leitungswasser, also wenn das Plastik dann in warmem Leitungswasser ist, also ungefähr 37 oder 40 Grad, dann lösen sich diese Proteinschichten und die Enzyme werden frei und dann kann eben dieses Plastik total schnell abgebaut werden. Und genau, und verwandelt sich dann in Milchsäure und das kann dann eben wieder von Bakterien benutzt werden. Cool. Und so könnte man halt dann das Plastik ganz gut eben auch auf so Kompost abbauen lassen. Aber ich bin, also so, das geht dann natürlich, das kann man dann natürlich nur benutzen, also das kann man dann natürlich nicht für einen Kaffeebecher benutzen oder so. Das hast du, glaube ich, das Bild gleich aufgelöst in der Hand. Aber es ist auf jeden Fall ein total interessanter Ansatz. Und es könnte natürlich das Problem sein, das weiß ich jetzt nicht, dass, wenn es dann in der Umwelt liegt, halt trotzdem nicht abgebaut wird, weil es dann nicht warm genug wird. Aber ist auf jeden Fall, finde ich, eine total interessante Idee und interessanter Ansatz. Und die haben, glaube ich, vor 3 Wochen oder so das Paper dazu in Nature veröffentlicht. Cool. Auf jeden Fall gut. Sehr interessant. Ich kann das auch gleich nochmal raussuchen und in den Chat posten. Und dann, genau, André, dann wollten wir auch mal kurz über Todeszonen reden, weil du das neulich mal angesprochen hattest. Und zwar, weil auch vor 3 Wochen, glaube ich, von der UN gemeldet wurden, dass sich die Todeszonen irgendwie, ich glaube, von 400 auf 700 Gebiete gestiegen sind, irgendwie in den letzten 15 Jahren oder sowas, was natürlich ganz schön krass ist. Also ich glaube, jetzt ist das mittlerweile, sind diese Todeszonen zusammen ungefähr die Fläche von Europa. Und das Ding ist, also Todeszonen sind Gebiete im Meer, wo kein Sauerstoff mehr ist. Also es gibt, das kommt auch natürlich vor, das nennen sich dann eigentlich Sauerstoffminimumzonen. Und Sauerstoffminimumzonen sind in der Regel ab, wenn der Sauerstoffgehalt weniger als 30% betrifft. Hm. Und Todeszonen ist es dann eigentlich, wenn so gut wie kein Sauerstoff mehr da ist. Und das passiert auf natürlichem Wege über hauptsächlich Algenblüten. Das heißt, du hast ganz viele einzellige Algen, die sich ganz schnell vermehren. Und die sterben dann natürlich auch ab. Und weil es aber so viel ist und das quasi nicht eben schon in den oberen Schichten wieder verwertet werden kann, sinken ganz viele von diesen Algen auf den Boden. Und dann stürzen sich da die Bakterien drauf und verwerten die. Und brauchen dann so viel Sauerstoff, dass der Sauerstoff eben in diesem unteren Gebiet aufgebraucht wird. Dann ist es aber so, dass Bakterien brauchen ja nicht unbedingt Sauerstoff. Also es gibt ja auch Bakterien, die eben anaerob, also ohne Sauerstoff, arbeiten können. Das machen die dann da auch. Und dabei entsteht total oft Schwefelwasserstoff. Und Schwefelwasserstoff ist halt total giftig. Und ja. Genau, und Schwefelwasserstoff ist für Fische giftig, ist für uns Menschen giftig. Und zwar in ganz geringer Konzentration. Ja, das ist wirklich, wirklich doof. Und ich habe über Todeszonen gesprochen wegen der Salzlake. Die ist auch relativ sauerstoffarm, die aus den Entsalzungsanlagen abgeleitet wird. Und da entstehen dann auch Todeszonen. Oder wolltest du darauf noch kommen?
Genau, darauf wollte ich noch kommen. Also zum einen nochmal zu diesem Schwefelwasserstoff, das kennt ihr auch alle, das ist das, was immer so nach faulen Eiern stinkt. Ja. Und da finde ich nämlich auch total spannend, weil es so giftig ist, wir haben eine unglaublich sensible Nase. Und wir können das total krass riechen. Also wir können das in so kleinen Mengen schon riechen, dass wir als Mensch eigentlich darauf reagieren können und weggehen können. Also wir wissen schon, dass das nicht gut ist. Das finde ich total faszinierend, dass wir da so eine krass gute Nase haben. Also nur so als Beispiel, man sagt, ab 200 ppm ist es tödlich giftig und wir können das schon riechen bei 0,00005 ppm. Das ist krass. Ganz schön krass. Ja. Das ist übrigens auch, also ich habe ja marine Mikrobio studiert, also Bakterien, und das war auch immer so ein Standardgeruch, der bei uns durch die Hallen ging. dieser faule Eiergeruch. Irgendwer macht was Anaerobes, ja? Ja, genau. Ja, gerade Sedimentproben. Also wenn ihr am Meer seid, ja. Wenn man da so ein bisschen buddelt und es dann so schwarz wird, dann stinkt das auch oft. Und das sind eben diese anaeroben Bakterien, die da wie viel oxidieren. Ja, genau, und mit der Entsalzungsanlage, genau, die sind auch, also die tragen auch zu diesen Todeszonen bei, weil du ja, genau, wie du, glaube ich, auch da erklärt hast, ist eben diese hochkonzentrierte Salzlauge wird wieder ins Meer abgelassen, und das Problem ist, dass je salzhaltiger Wasser ist, desto weniger Sauerstoff kann da drin gelöst werden. Und auch je wärmer Wasser ist. Und deswegen ist dann natürlich so eine Salzlage scheiße, und Klimawärmung ist auch scheiße. Weil weniger Sauerstoff im Wasser ist. Und was aber das Hauptproblem ist, ist Düngemittel. Also das überschüssige Düngemittel, was dann eben in die Flüsse gelangt und dann ins Meer gespült wird, die triggern diese Algenblüten, und deswegen entstehen da mehr Todeszonen. Okay. Und da ist halt vor allem die Ostsee betroffen. Und ich hab dir da Links geschickt. Ja, die zeige ich gerade schon an. Was soll ich denn da mal machen? Ja, ich habe hier 2020 und dann... Genau, 1974. Genau, du kannst da eigentlich mal, ich weiß nicht, oben links oder so anklicken. Genau, da hat das IOW, also das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, hat da mal die Daten gesammelt über die letzten... Ah, ich sehe es, ja, okay. Jahre. 1974. Genau, und da kann man, wenn man drauf guckt, kann man das so ein bisschen sehen. Also, genau, ihr seht da... Hier ist null überall. Genau, also ihr seht also quasi die Ostsee, da ist so ein tiefes Becken drin. Das ist quasi das, was man so ein bisschen da so gepünktelt oder gestrichelt sieht. Mhm. Da wird es tiefer. Und genau, da hast du auch diese natürlich vorkommenden Todeszonen, weil es da eben unten tief ist. Das liegt dann eben am Boden. Und die Ostsee hat halt das Problem, dass sie quasi nur diesen kleinen Wasserzugang hat zur Nordsee. Und deswegen da nicht so viel Austausch ist. Also du hast auch in dem tiefen Wasser nicht, dass da frisches, sauerstoffhaltiges Tiefenwasser reinkommt. Und genau, das ist, glaube ich, von 1969, oder? 74. 74. Genau, und wenn du jetzt mal auf 2020 gehst, dann sieht man da gleich mal, kannst du ja einfach eine Karte aufmachen. Genau, das ganze Rote, was jetzt da angezeigt wird, sind eben diese Sauerstoff-Minimum-Zonen. Und das ist H2S. Das ist Schwefel, also Schwefelwasserstoff. Wasserstoff, genau. Und da sieht man eben auch diesen krassen Schwefelwasserstoff. Und jetzt, wenn man diese zwei Karten mal kurz zeigt, sieht man schon die enorme Fläche und wie sich das verändert hat. Ja. Also in den 70er Jahren hattest du halt diese Schwefelwasserstoffflächen gar nicht. Und das Problem ist dann auch in der Ostsee ist, wenn dann an der Küste Wind bläst und das Oberflächenwasser nach innen drückt, dann zieht es unten das Tiefenwasser hoch. Und dann zieht es eben auch dieses Sauerstoffarme Wasser hoch und auch mit diesem Schwefelwasserstoff. Und dann hast du eben dann Situationen, wo dann plötzlich da die ganzen Muscheln und alles sterben. Und daher kommt das. Oh, shit. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und deswegen, ja, die Ostsee ist halt, da hast du nämlich die ganzen Länder dran, da kommt schön das Düngemittel rein, du hast nicht viel Austausch, dadurch ist die da ganz prädestiniert, und du hast das zum Beispiel auch im Golf von Mexiko, so am Mississippi, weil der Mississippi eben auch so viel Dreck damit reinbringt, dass sich da diese Todeszonen bilden. Und das wiederum ist bestimmt bei Sylvia Earle, weißt du, als wir noch damals über Sylvia Earle gesprochen haben, Jules, die hatte ja den Golf von Mexiko komplett kartiert mit den Algen.
Und da Ja, von den stimmt. Algen, die sie gemacht hat, da gibt es ganz viele nicht mehr. Wahrscheinlich Todeszonenopfer. Kann sein oder halt einfach auch Klimaerwärmung oder Verschmutzung Ja. oder kann voll viele Gründe haben. Ja, das sind die Todeszonen im Crashkurs. Genau, Auch aber sehr schön. die Schwermetalle, André, aus den Entsalzungsanlagen spielen da keine Rolle. Also ich meine, Schwermetalle sind scheiße, so oder so, aber ich glaube, die spielen jetzt für die Todeszonen selber nicht die Rolle, sondern einfach der erhöhte Salzgehalt. Okay. Ja, Und ich zum hatte Salz. halt auch noch so im Kopf, dass sich halt Schwermetalle und andere Schadstoffe auch noch werden halt aufkonzentriert von diesen Entsalzungsanlagen. Also wir haben vorher drüber gequatscht. Aber ja, danke, dass du nochmal Crashkurs über Todeszonen gemacht hast. Ja, immer so schöne Themen hier, ne? Ja. Ja, Todeszone, Napoleons Penis, Seepferdchen, ist doch ein Kessel buntes. Ist so super. Wollt ihr noch eine Sache, aber die ist auch nicht positiv. Habt ihr mitbekommen, dass ein riesen Eisberg abgebrochen ist in der Antarktis? Ja. Der größte Eisberg ever. Größer als Mallorca. Yep. Mitbekommen. Da ist tatsächlich, ich kann das Krass. Bild leider nicht größer machen, oder? Krass. Genau, das hat man eben auch mit, also weiß man nur durch Satellitenaufnahmen, also es war niemand vor Ort, der das gesehen hat. Und da ist Schelfeis, der ja jemals, der größte jemals gemessene Eisberg abgebrochen. Und das ist kam tatsächlich überraschend und das ist wahrscheinlich auch eben aufgrund von Klimaerwärmung, weil ja jetzt in den letzten Tagen wärmeres Wasser hochgespült würde und den wahrscheinlich abgelöst hat. Und das Problem daran ist halt eben, dass es Schelfeis und Schelfeis ist quasi eine durchgängige Eisfläche, die, glaube ich, muss, glaube ich, so mindestens 2 Meter über dem Wasserspiegel stehen. Und die wird gespeist eben von Gletschern, die quasi hinten sind. Und dieses Schelfeis verhindert halt auch eigentlich, dass die Gletscher in das Wasser reinschmelzen. Und wenn die abbrechen, dann können quasi die Gletscher einfach da weiter abschmelzen. Und das ist nicht so gut. Also die bilden so eine Barriere und deswegen ist das nicht so cool, wenn da die Eisberge abbrechen. Frage noch zu den Todeszonen von Olaf. Steigt das auch auf und riecht man das in der Gegend? Ich glaube, er meinte, du hast ja den Wasseraustausch beschrieben, dass das sauerstoffarme und Ja, ist Schwefelwasserstoff. Riecht man das Ja, also am ich Strand? ja, also theoretisch ja, wenn das Wasser hochkommen würde, ja. Also ich war mal tauchen in einem Ding, wo man auch so einen Schwefelwasserstoff Haloklein hat. Also es schaut aus wie so eine Wolke und das hat man sogar durch die Taucherbrille durchgerochen. Also wenn das hochsteigt, gehe ich davon aus, dass man das riecht, ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Eisberg. Also das ist jetzt halt nicht, also ist ja quasi eine riesige Eisscholle, oder? Oder ist der noch, also der ist eher flach, oder ist das jetzt irgendwie so ein Das ist nur. 3 Kilometer dickes Eisschild, was abgebrochen ist? Ja, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob da stand, wie dick der ist. Das ist jetzt, glaube ich, dass das flach ist, ist nur das Bild, weil das so von oben Ja, klar, ja. fotografiert ist. Aber nee, also dieses Schelfeis kann halt bis 1000 Meter dick sein. Okay, ja, okay. Also ich weiß nicht, wie dick der jetzt ist. Ich gucke mal kurz, ob ich das irgendwie hier aufgeschrieben hatte. Ja, ich wollte damit Ah, eigentlich. Hä? nee. Nee. Ja, ich bin gerade, nee, also das Rhone Schelfeis, also so heißt das Schelfeis, Ja. ist bis zu 1600 Meter dick. Meine Fresse. Ja, Krass. also, das Also ist. ich glaube, es ist schon eher ein Eisberg und nicht eine Scholle. Ja. Ich habe da nämlich jetzt noch, Okay. weil du Eisberg gesagt hast, es gab mal eine von einem, ich glaube, das ist ein, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, das ist ein genau, Megan Thompson, die ist Gletscherforscherin und Klimawissenschaftlerin. Und die hat irgendwann mal gesagt, so, Leute, malt Eisberge mal richtig. Und sie könnte immer einen Anfall kriegen, wenn Leute in Illustrationen Eisberge malen. Und da hat jemand sich hingesetzt und hat ihre Kommentare
von Twitter umgesetzt und hat Iceburger gebaut. Das ist eine kleine Software für, man könnte sagen, für Journalisten. Ihr könnt das auch sehen, ne? Oder ja, nicht für Journalisten, sondern für Illustratoren so. Wenn ich jetzt sage so, okay, ich kann hier ist die Wasseroberfläche und ich will jetzt ausprobieren, ob mein Eisberg, den ich illustriert habe, was das ist. Und man sieht dann ja häufig irgendwie sowas, also ob das gut ist und ob das funktioniert, ne? Also irgendwie sowas. So, ja, so, ne? So, und der rechnet jetzt den Schwerpunkt aus und lässt normale Physik drauf los und zeigt, wie der Auftrieb vom Wasser den Eisberg beeinflusst und zack, so ein Eisberg ist halt nicht realistisch. Ein Eisberg dieser Form würde auf der Seite schwimmen. Das ist ja geil. Sehr cool. Kannst du bitte den Link auch machen? Ich schmeiß den Link in Chat rein. Macht total Spaß, damit rumzumachen. Und es gibt auch, wenn man Eisburger macht, also Leute haben auch schon Haie und diverseste andere Sachen damit, weil man hat ja nur einmal, man kann nur einmal klicken und dann ansetzen, ne? Also so, bupp. Und dann, aber man kann damit halt auch tatsächlich Kunst machen. Ihr müsst mal Eisburger, da gibt es auch einige Leute, die haben echt coole Kunst damit gemacht. Und man kann halt wildeste Sachen malen, ne? Also. Hui. Das macht mega Bock. Ja. Sorry, André, wir haben keine Zeit mehr. Ja, aber das dachte ich, wenn wir über Eisberge sprechen, dann das fiel mir ein, ja. Das konnte ich noch kurz geil raushauen. Ja, super. Mega gut. Hui. Bin schon am Malen. Na toll. Hier passt ja keiner mehr auf. Nee. Ja. Meiner ist sehr realistisch. Ich habe einen mega realistischen. Der schwimmt genauso, wie ich es wollte. Sehr gut, Inge. Schön. Ich werde jetzt Eisbergdesigner. Ja, Eisbergdesigner. Werden gesucht, ganz offensichtlich. Ist ein boomender Markt. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir sind mit den Meeresnews jetzt ans Ende gekommen und ich habe noch kurz dann, wir haben am Ende noch was Erheiterndes gemacht. Ich kann jetzt hier aber leider, ich bin nicht so talentiert, was Erheiterndes jetzt auch noch zu malen. Vielleicht ist das ja Napoleons Penis. Aber jetzt ziehe ich mich aus dem Abend zurück. Ich würde sagen, wir sind durch dann, ne? Also, ja, aber wir können den nächsten Termin schon ansagen. Genau. Weil wir ja so extrem professionell sind. Ja, Montag, der 14.06. machen wir den nächsten Plötzlich-Wissen-Stream. Genau. Genau, 20 Uhr, ne? Ja, 20 Uhr, mal an einem Montag. Und dann werden wir über so einiges mehr sprechen, was uns so einfällt. Ja. Und wenn ihr zwischendrin Fragen habt, dann immer an uns auf Twitter oder einfach an unsere E-Mail info@plötzlichwissen.de. Wenn ihr irgendwas habt, was wir uns mal vorknopfen sollten für den nächsten Stream, dann sagt Bescheid, schreibt uns das. Das machen wir total gerne. Also. Genau, und wir nehmen auch immer noch eure Frage an uns an. Ne? Das genau. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, aber wir haben schon alles Mögliche an Fragen beantwortet und deswegen wusste ich auch ein bisschen mehr über Salz als früher, weil wir zum Beispiel mal die Frage am Strand hatten, wie kommt das Salz ins Meer? So, und dann lernt man was über die Ostsee und ihre Beschaffenheit. Genau, das heißt, wenn ihr Fragen habt, die irgendwas mit dem Meer zu tun haben, hier ist eine Beispielfrage, schickt sie an uns, dann bearbeiten wir die, dann reden wir im Stream drüber, aber dann könnte die ja auch mal wieder auf unserem Blog, den es gibt, beantwortet werden. Jawohl. Ihr könnt die sogar mit euch selber fotografieren und an uns einreichen. Ja. Und Wunschtiere werden auch immer noch angenommen. Wunschtiere zum Besprechen und auch auf ein Kartenspiel schreiben, was es nächstes Jahr im Handel geben wird. Meerestiere, Meeres- und Strandtiere. Ja. Austernfischer. Dann würde ich sagen, das war's, oder? Plötzlich Wissen meldet sich vom Tauchgang ab und habt alle einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns alle am 14.06. um 20 Uhr wieder hier. Tschüss. Tschüss. Ciao, schönen Abend. Thank you.
Thank you.